Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin. Ja, bei so einem Prachtstag wie heute gibt es gar nichts anderes, als raus in den Vorhinein sitzen, eine Sauerkrautsuppe anzusetzen mit einem Blut- und Leberwurst-Ravioli drin. So einfach ist es. Für das setzen wir ganz normal Suppen ansetzen mit ein bisschen Schalotten, ein bisschen Champignons, so ein bisschen Herbstaromaten. Da wir keinen Mixer haben hier oben, und das ist auch gut so, müssen wir hier halt so ein bisschen das Ganze feiner verarbeiten. Unsere Schalotten. Am Zischen hört man, geht etwas. He? Dann tun wir ein paar Champignons. Man kann natürlich selbstverständlich Steinpilze oder Eierschwimmen, was auch immer so ein bisschen rumliegt. Möglichst klein schneiden und einfach das Rucksäckchen packen. Irgend so eine Waldlichtung reinhocken und für sich ein Süppchen kochen. Das ist so ein bisschen wie Soul Wellness. Weißt du, was ich meine? So, klein mit dem. Ein bisschen rühren. So. Nachher habe ich hier so meinen Turbo Booster, nämlich einfach einen Bouillon-Würfel. Ich probiere eigentlich relativ viel auf kleinem Raum. Schön anrösten. Ich werde die Sauerkraut präparieren. Das schneiden wir ein bisschen zweckschneiden. Wenn du es daheim machst, ist das alles kein Problem. Dann kannst du die Suppe einfach zusammenschießen. Anrösten, fertig und mein Mixer kriegen und dann hast du eine flotte Sache mit dem Kraut rein. Verteilen. Schön. Machen nebenbei noch so einen Vitamin C-Schub. Und zwar machen wir so ein mit Olivenöl und frischem Peterli so ein Würzöl, das wir am Schluss noch rein tun. Sowieso, jetzt ist eh so ein Vitamin C-Bedarf für das allgemeine Wohl im herbstlichen Genüssel. Und eben, Freunde. Freunde der improvisierten Küche. Es braucht nicht mehr als einen Gaskocher zu Boden klepfen, da, also einen Bunsenbrennenkocher zu Boden klepfen, ein Sackmesser und eine gute Idee. Und dann bist du vorne mit dabei. Da lenkt so das Deckel irgendwie. Dann geben wir hier einfach ein bisschen Olivenöl dran. So, schön eingießen, fertig. Das lenkt schon. Ein Salzchen dran. Jetzt gibt es noch so ein bisschen Kit. Jetzt Blutwurst anspitzen. Blut- und Leberwurst, das ist für mich etwas vom Allergrössten. Stell dir vor, du bist hier am Wanderweg am Kochen und dann kommt irgendein Wanderer daher und er bietet ihm ein Blut- und Leberwurst-Ravioli an. Frisch gemacht. Vergisst das nie mehr. So, und das Gleiche machen wir mit der Leberwurst. Hier ein bisschen abschneiden an. So. Und du hast hier schon so viele coole Aromastoffe drin. Das fängt einfach. So, jetzt haben wir hier fein ein bisschen Dampf auf dem alten Aluminium. Jetzt brauchen wir ein bisschen Flüssigkeit. Mal mit einem Schuss Weiss ablöschen. Und jetzt haben wir eigentlich so fein ein bisschen schöne Säure. Mit dem Weiss wie zusammen, nicht allzu viel. He? Weiter im Text unser Blut- und Leberwurst-Ravioli. Nichts anderes als getrocknete Äpfelschnitze. Das ist auch gäbig zum Wandern. Das kannst du mitnehmen. So.
schau jetzt mal, es gibt so richtig so ein bisschen wie krokant. He? Ich kann da auch andere Dörrfrüchte rein tun. Ich kann die Birnen rein tun. Ich finde jetzt halt gerade Äpfel sehr cool, weil wir auch Äpfelsaft in Sauerkraut tun. Und Sauerkraut und Äpfelsaft wegen dem. So, hier noch ein bisschen Pistazien. Und die tun wir dann so ein bisschen verdrücken. Und dann ist auch so, hast du auch so wie das Apero schon wieder. Und dann gibt es einfach auch extrem coole Farbe in das ganze Wesen rein. Ein Tröpfchen Olivenöl. Ganz wenig Äpfelsaft, so wirklich nur so ein bisschen anfeuchten. Das reicht schon, dass wir ein bisschen eine feuchte Masse bekommen. Hier unser Süppchen. Jetzt mit Rahm das Ganze nochmal abschmecken. Da tun wir richtig grosszügig rein, weil es darf noch so ein bisschen, noch ein bisschen Dampf drin geben. Das tun wir jetzt nochmal ein bisschen aufkochen. In dieser Zeit tun wir die Ravioli abfüllen. Und fertig ist die Geschichte. Das verdrücken. Wonton-Teig. So, für mich alleine, 3 Ravioli, fertig. Dann nehmen wir ein bisschen von dieser Masse hier, von dieser wunderbaren. Und so bei Esslöffel voll, den Rand ein bisschen netzen. Und wenn du da nicht lang muss, drehe das so ein. Mit dem Messer ein bisschen andrücken hier. So, jetzt bauen wir hier schnell mal unsere Kochstelle umbauen. Die Suppe hat jetzt die Temperatur, die ist gut, die nehmen wir mal schnell weg. Und hier kurz der Hand Wasser über, für ganz kurze Ravioli abzukochen, das ist wichtig. Ravioli Extreme. Voilà, gut. So, that's it. Tun wir hier da einzeln langsam reinlassen, dass wir nicht zu fest die Temperatur senken. Hier in den Köcherchen. Und da ja die Bratwürste eben schon bald blanchiert wurden, müssen wir sie wirklich noch schnell rein raus. So, ein bisschen durchdrehen. So. Ich so ein drinnen schwenken. Gut. Sieht schon gut aus. He? Das Wasser wegnehmen. Voilà. Lieber noch ein bisschen vom Pastawasser drinnen, vom Kochwasser. Tue da einen Schuss Olivenöl dazugeben und gehen mit der Suppe wieder rauf. So. Und Sauerkabis ist ein extrem guter Wärmespeicher übrigens. Also da passiert nichts, ich kann das wirklich stehen, die kochen sofort wieder. So, in die Suppe legen. Voilà, die Ravioli rein. Hey, hier, unser Peterli, Olivenöl. Mit der gehen wir jetzt oben drauf, hier so ein bisschen. So, und am Schluss kann man da noch ein paar Äpfelchips nehmen, die einfach drauf schießen. Und es ist einerseits ein fantastisches Bild, andererseits extrem ein weltcooler Geschmack. Ein bisschen schwarzer Pfeffer. Da muss ich fast ein Gedicht sagen. Herbst von René Schudel. Fallen die Blätter von den Bäumen und ein Hund bellt Neumen. Schau's an. Salut. Das ist es eigentlich. Ein bisschen Peterli, ein bisschen Sauerkraut, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Pilzli, ein bisschen Schalotten, eine Blut- und Leberwurst und ein Wonton-Teigli mit auf die Reise nehmen. Und dann zu Berg. Ein bisschen Brönnsprit. Und nachher hast du hier ein feines Gourmet-Menü. Sauerkraut und Blut und Leberwurst kennt man ja schon so ein bisschen wie von Berner Platte. Den Herdöpfel haben wir ausgewechselt in ein Wonton-Teigli. Was willst du mehr? Also eigentlich haben wir nichts anderes gemacht als
eine flüssige Berner Platte. Flavorites wird präsentiert von Lidl Schweiz. Lidl Schweiz, da steckt richtig viel Schweiz drin.